im Bahnhofsviertel. Es soll ein Schlag gegen den Drogenhandel im Bahnhofsviertel geführt werden. Machen Sie sämtliche Drogendealer im Viertel ausfindig, nehmen Sie sie fest und transportieren Sie sie ab. Verhindern Sie unter allen Umständen eine Flucht der Dealer. Achtung! Die Dealer sind höchstwahrscheinlich bewaffnet und gelten als gefährlich. Der Einsatz von Schusswaffen ist erlaubt, vermeiden Sie aber unbedingt, die Drogendealer zu töten. Also, wir dürfen gegebenenfalls auch schießen, liebe Freunde, und damit erstmal willkommen zurück zu Let's Play Emergency 4. Wir sind am Bahnhofsviertel und haben eine kleine Razzia vor uns. Und was ich so viel sagen kann, ist, ich brauche 3 Sonderwagen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Genau, das sind so die paar Tipps. Jetzt brauchen wir erstmal die 3 Sonderwagen, weil die sind halt bewaffnet. Und auf so ein Fahrzeug zu schießen, ist da erstmal ungesund. Das heißt, du fährst erstmal die Route. Dann auch in die Richtung. Achtung! Wenn wir uns noch weiter unserem Zielgebiet nähern, können die Zielpersonen Verdacht schöpfen und fliehen. Sind alle möglichen Fluchtwege bereits abgeriegelt? Boah, finden wir gleich raus, oder? Die sind im Zentrum, da müssen wir nicht viel machen. Fahrzeug 1 hört. Den fahren wir gleich in Position. Jawohl. Ich nehme gerne Sonderwagen. Ich habe auch schon zigmal mitbekommen, dass das auch mit Streifenwagen geht. Ich bevorzuge aber die Sonderwagen, einfach weil die schusssicher sind. Und weil tatsächlich die Schützen mit von dem Konditionstraining betroffen sind. Das war eng. Fahrzeug 2 hört. Wird gemacht. Okay. Ich rufe vorsichtshalber, weil ich halt weiß, dass hier auch gleich Brände ausbrechen. Jawohl. Einen Löschtrupp. Allerdings einen großen, weil die Brände hier gleich sind, nicht ohne. Kann ich jetzt schon sagen. Es ist nur reine Vorsorge, dass es da ist. Hey, hast du was da? Ja, aber wir haben uns nie begegnet. Okay, gib her. Fahrzeug eingetroffen. Ende. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug 3 hört. Verstanden. So, ich weiß, dass man hier einen festnehmen kann, um den Brand zu verhindern. Ich weiß aber auch, dass wenn ich die Leute entsprechend in Position bringe... Fahrzeug 3 hört. Ende. Was gibt es? Fahrzeug 4 hört. Verstanden. Fahrzeug 5 hört. Wir schnell handeln können und da rein können. Also wie gesagt, alle unsere Feuerwehrleute brauchen Schläuche. Auf dem Weg. Du gehst so nah wie möglich an diese Linie dran. Was gibt's? Fahrzeug einsteigen. Höre. Auf dem Weg. Wir wollen nur, dass die Schläuche da sind und vorbereitet sind. Ja? Auf dem Weg. Zugriff. Die Zielperson fliegt fort. Komm. Einsatzgebiet entkommen. Hört gemacht. Nein, du wirst das nicht. Oh, was eine Scheiße, ey. Und genau das war der Punkt, den ich verhindern wollte, dass er hier den halben Bahnhof in Brand setzt. Ach, verdammt. Fahrzeug 4 hört. Wird gemacht. Höre ihn unterwegs. Gut. Schicken wir die anderen rein. Es ist egal. Aber sogar eine Verletzte. Boah, das ist ekelhaft. Fahrzeug 4 hört. Okay. Okay. Wir müssen die Brände schnell eindämmen, ehe wir die Kontrolle verlieren. Das ist gerade der Plan, den ich versuche, Genie. Verstanden. Stell dir vor. Das ist nur gerade nicht so leicht, wie es aussieht. Was gibt's?
habe ich die Schnauze voll. Irgendwann ist auch mal gut. So, das Ding wird gekühlt. So, ihr sucht hier in der Nähe alles an Schläuchen, was wir kriegen können. Alles an Hydranten. Ich will an jedem Hydranten einen Feuerwehrmann haben. Und da beginnen die ersten Problematiken. Ja. Hier noch irgendwo Hydranten? Nö. Sehr schön. Dann holt ihr euch Feuerlöscher und macht die anderen Brände. Gut, den holen wir uns auch noch. Gut. Jetzt kriegen wir die Brände langsam unter Kontrolle. Hat den halt so blöd geworfen, den Molotow. Was soll man da machen? Gut, wir haben verbesserte Schutzkleidung für das Rettungspersonal. Nehmen wir die letzten Dealer noch schnell fest. Haben wir da endlich Ruhe. Ganz ohne Schusswaffen. Zack, der nächste festgenommen. Deswegen wollte ich Sonderwagen. Dann könnt ihr die in Ruhe beschäftigen und euch erstmal in Ruhe um die Brände kümmern. So, ihr seid entlassen. So, jetzt holen wir uns den letzten. Gut, die Mülltonnen sind abgebrannt, da kann ich aber nichts für. Das ist blöd gelaufen. Und die Leute rennen weiter ins Feuer. Das ist schön. Wie gesagt, eine verletzte Person ist ein bisschen bitter. Aber bei weitem kein Drama. Tatsächlich. Und es sieht ganz gut aus, dass wir das hier packen. Das Haus ist gelöscht, sehr gut. Jetzt der Löschangriff auf den letzten. Der ist festgenommen, saubere Arbeit. Maxi-Fans. Sie haben alle Brände gelöscht. In diesem Einsatz. Es geht auch ohne, aber. Gute Arbeit. Alle Opfer sind. Ich hoffe, dass uns dafür nicht so viele Punkte abgezogen werden. Bitte nicht. Ich will meine 100%. Es ist auch nichts zu Großes abgebrannt. Alle Beweise sind noch da. Es ist Ihnen gelungen, alle Dealer zu identifizieren und festzunehmen. Da haben Sie sich geschickt verhalten, haben rechtzeitig alle Fluchtwege dicht gemacht und die Brände haben Sie auch problemlos in den Griff bekommen. Das nenne ich eine sehr gute Leistung. Schade, ich hätte mir mehr erhofft. Ja, die Sachschäden, weil uns hier unten einfach alles abgefackelt ist. Aber egal, 91%. Geht auch noch. Und die nächste Überraschung? Was kriegt man für so eine erfolgreiche Razzia? Für Ihre Leistungen bei diesem Einsatz haben Sie die Ehrenauszeichnung für Polizeieinsatzkräfte erhalten. Glückwunsch. Gut gemacht. Die Ehrenauszeichnung für Polizeieinsatzkräfte. Wir haben einen Dealerring hochgenommen und werden dafür ausgezeichnet. Jo, so kann es weitergehen, oder? Das war's jedenfalls für heute. Das war eine Razzia am Bahnhofsviertel mit unserem leider bisher mit 91% schlechtesten Ergebnis. Wenn es dabei bleibt, bin ich aber ganz zufrieden. Aber es wird noch schwieriger. So viel sei gesagt. Aber das soll uns erstmal nicht interessieren. Für heute nehmen wir die Auszeichnung und diesen Erfolg mit. Ich sag danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.